Hallo und schon mal vorab danke, dass ihr mich auf diesen YouTube-Kanal abonniert habt. Dieses Mal war ich in Pfullendorf und stellte diese Anlagen aus. Möchte Sie auch zu jeder einzelnen Anlage ein wenig informieren. In den nächsten 30 Sekunden gebe ich Ruhe. Aber dann, klar, lege ich mit den Informationen los. Habe leider verpasst, bei diesen funktionierenden Oberleitungsanlagen auf einer Grundfläche von 54 x 35 cm den Fahrbetrieb zu filmen. Sorry. Auf dieser Endanlage ist nicht nur analoges, sondern auch digitales Fahren möglich und das Steckdosen unabhängig auf einer Fläche von 111 x 60 cm. Ja, dieser kleine Reisebürokoffer in Spur Z hat es in sich. Alles dabei. Stromversorgung und Fahrzeuge kompakt verpackt auf 14 x 30 x 6 cm. Auf diesem kleinen Tisch von 12 cm stehen allein 4 Showanlagen. Ich war mal in den USA mit dem Motorrad unterwegs, unter anderem auch in Santa Fe. Und erlebte auch diese Original-Western-Stadt in Barstown. Zwischendurch baue ich Dioramen vom Durchmesser von 15 cm. Zeitgemäß bin ich zum Beispiel auch mit E-Autos, mit Ladestationen und logisch auch die letzte Generation hat ihren Platz gefunden. Jetzt geht es erstmal über die Kehrschleife in meinen Z-Koffer von 90 x 50 cm. Auch hier ist steckdosisfreien Fahren möglich mit Batteriepack, sowohl im Analog- und auch im Digitalbetrieb. Im Digitalbetrieb ist für 4 Zuggarnituren absolut kein Problem dazu kommen. Ja, diese Anlage hat eine Größe von einer Postkarte und wird mit Linearmotorantrieb betrieben. In dieser kleinen Lage zeige ich, dass es noch kleiner geht, 1:2000. Jetzt zu einem schnellen Wechsel zu einer Anlage von 30 x 25 cm. Hier habe ich 3 Fahrkreise untergebracht. 2 davon werden mit Linearmotorantriebfahrzeugen betrieben. Im äußeren Kreis 1:220. Im Schwarzwaldkoffer zur Mönchhofssägemühle sind die Häuser aus echt holzgelaserten Bauteilen zusammengefügt. Auch der Rest besteht überwiegend aus Holz. Auch dieses Mal auf einer Grundfläche von 54 x 35 cm. Jetzt zum Ende hin lasse ich den Blick noch einmal zurückschweifen. Da ist der Aufbau von dem Tisch. So ist es. Recht herzlichen Dank für das Anschauen. Bis demnächst. Tschüss. Jetzt kommen wir mal zu einer 90 cm Marke.